So, einen wunderschönen guten Tag. Heute soll es darum gehen, wie wir Trickfilme oder wie ihr Trickfilme erstellen könnt, beziehungsweise auch Brickfilms, also klassische Stop-Motion-Sachen. Alles, was wir dafür brauchen, sind erstmal unsere Hauptdarsteller. Das wäre in dem Fall heute unser kleines gelbes Auto. Ihr könnt aber natürlich auch Lego-Figuren, daher der Name Brickfilms, oder halt auch Playmobil-Figuren oder alles andere nehmen. Und natürlich auch klassisch, wie ihr das noch kennt, so vom Zeichentrick. Ihr könnt Sachen auch wirklich zeichnen, Bild für Bild. Oder wer noch Wallace und Gromit kennt, das Ganze mit Knete bauen. Also, wir brauchen irgendeinen Hauptdarsteller. Das ist bei uns heute dieses kleine gelbe Auto. Stellen wir mal dahin. Brauchen wir später. Genau, was ich hier gerade umgeworfen habe, beziehungsweise was es natürlich auch braucht, ist eine Kamera. Komme ich gleich noch zu. Und womit ich das heute erkläre, ist, man kann es glaube ich sehen, Linux Mint. Hintergrund hatten wir schon ein paar unserer Videos auch erklärt, dass unsere Laptops halt mit Linux laufen, weil sie dadurch einfach schneller sind und sehr viel einfacher zu fliegen. Linux bringt das meiste schon mit, aber bevor wir uns da um die Software ein bisschen genauer gucken, gehen wir zur Kamera. Ich habe hier eine Webcam ausgesucht. Davon haben wir noch so ein paar rumliegen, die hatten wir auch lange vor dem Lockdown. Vielleicht habt ihr jetzt nach dem Lockdown oder nach dem Homeschooling oder nach dem Homeoffice von Mama und Papa auch so ein Teil rumliegen. Die sind erstmal ganz praktisch. Die haben nämlich den großen Vorteil, die könnt ihr einfach mit USB an euren Laptop, an euren Computer, was auch immer, anschließen. Natürlich kann man Trickfilmchen auch mit Handys oder mit Tablets aufnehmen. Wenn es schnell gehen muss, wenn es sehr, sehr einfach gehen muss, wobei ich glaube, das, was wir hier heute machen, ist schon super mega einfach, aber wenn es vielleicht noch ein Tucken einfacher gehen soll, kann das auch ein Weg sein. Aber ganz ehrlich, die richtig guten Bearbeitungsmöglichkeiten habt ihr mit einer etwas besseren Kamera, die man feststellen kann, wo man nicht immer drauf drücken muss und dann alles wackelt und wo halt einfach auch ein bisschen bessere Software drauf läuft, um das nachher nachzubearbeiten. Darum eine Webcam. Ich persönlich würde immer mittlerweile zu einem Markenprodukt greifen. Die hier ist schon ein bisschen älter, fast 10 Jahre, war damals nicht ganz so billig. Ich glaube so um die 60 Euro. So teuer muss es heute nicht sein. Es muss auch keine High-End-Streamcam sein für 100 und mehr Euro. Oder wie die Profi-Trickfilmer es machen, mit einer Spiegelreflexkamera, die man auch an den Rechner anschließen kann. Guckt, ob ihr eine günstige findet. Wie gesagt, vielleicht liegt eine rum. USB-Kameras sind zum Einsteigen erstmal eine super Sache. Packen wir mal zur Seite. Was brauchen wir noch? Ganz wichtig, das wird meistens bei Trickfilmchen unterschätzt. Natürlich ein Tisch und so ein bisschen wie früher im Theater. So eine kleine Hilfskonstruktion. Das sind einfach zwei Balsaholzplatten, die wir zusammengeklebt haben mit ein bisschen Gaffer-Tape, Panzertape. Und die werden nachher sozusagen unseren Filmbereich, unser Filmstudio nach hinten begrenzen. Weil es ist nichts komischer oder es sieht nichts merkwürdiger aus, als wenn man etwas filmt, ob nun von der Seite oder von vorne, Lego-Figuren oder kleine gelbe Autos, wenn im Hintergrund noch Menschen rumlaufen oder ein Blumentopf steht. Es sei denn, es ist gewollt. Darum halt sozusagen diese relativ simple, relativ günstige Konstruktion, in dem Fall aus Holz. Ihr könnt das auch mit Pappe machen. Holz ist nur ein bisschen stabiler und hat den auch sehr netten Vorteil. Wie früher im Theater, wenn ihr das vielleicht noch kennt, wir haben immer Bühnenbilder im Hintergrund gehabt. Und das haben wir hier auch. Wir brauchen, oder für das, was ich vorhabe, ein Bühnenbild. Und das ist in dem Fall ein Straßenzug. Und den kann man relativ einfach dann hinter oder an dieses Brett oder an diese Bretter machen und mit ein bisschen Klebeband einfach fixieren. Dann hat man zwar immer noch diesen, in dem Fall Holztisch, da tut dann aber einfach ein einfarbiges Blatt Papier ganz gute Dienste. Auch hier könnt ihr natürlich, wenn ihr richtig sozusagen zu Profis sein wollt, auch noch überlegen, wenn ihr einen Hintergrund habt, ob ihr dann nicht auch noch einen Ausdruck macht für die Straße oder ein Bild sucht, wo Hintergrund und Straße ineinander übergehen. Man kann das auch malen. Da sind eurer Fantasie ehrlich gesagt keine Grenzen gesetzt. Ausdruck, Papier oder malen, das kostet nicht viel Geld. Wie gesagt, Pappe oder ein bisschen Holz habt ihr wahrscheinlich noch. Das kriegt man also auch praktisch für 0 Euro oder vielleicht für 1, 2 Euro Kameras. Da liegen wir so ab 30 Euro. Spielzeug habt ihr. Klebeband werdet ihr zu Hause auch finden. Einen Rechner solltet ihr haben. Ich habe das hier auch mit Rechner und separaten Monitor. Das muss nicht sein. Es reicht halt auch nur der Laptop, nur der Rechner.
Ja, und ja, Linux Mint und wie es dann halt auf dem Rechner weitergeht, das sehen wir gleich. So, jetzt sind wir auf dem Rechner und was ich euch heute zeigen möchte, ist den Free Open Source Stop Motion Animator, also das ist der Boots Animator. Es gibt für Linux ganz viele Stop Motion Software. Wir haben in der Vergangenheit auch relativ viel ausprobiert und das ist das Programm, das uns am besten gefällt, das am besten mit unseren Kameras funktioniert. Und das Schöne halt daran ist, ihr könnt, selbst wenn ihr kein Linux benutzt, dieses Programm trotzdem nutzen, weil es nämlich auch für Windows und auch für macOS erhältlich ist. Das heißt, das, was wir hier erklären, das könnt ihr auch benutzen, wenn ihr sagt, aber ich will meinen Rechner gar nicht zum Beispiel von Windows auf Linux umstellen. Die Software, wie gesagt, geht für alle bekannten Betriebssysteme. Es bringt alles mit, was man so braucht. Eine kleine Vorschau, die Kameraunterstützung und den sogenannten Onion Skin. Da kommen wir nachher nochmal genau zu, was denn dieser Onion Skin eigentlich ist. Ein einziger kleiner Wermutstropfen bleibt bei der Sache. Dieses Programm gibt es nur in englischer Sprache. Aber ihr werdet schon sehen, das ist völlig egal. Also hier gibt es ein kleines Beispiel, wie diese Programmoberfläche aussieht. Hier ist praktisch Sprache eigentlich überflüssig. Von daher, Boots Animator, wenn ihr den runterladet, je nachdem, wo ihr ihn installiert habt, bei uns im Linux Mint, der taucht bei uns hier, könnt ihr im kleinen Fenster sehen, unter Sonstiges auf. Ich starte den einfach mal und da ist er schon. Ich mache ihn mal auf Vollbild. Und womit er startet, ist ein New Project, also ein neues Projekt oder ein altes Projekt laden. Wir wollen mit einem neuen beginnen. Und dann fragt er euch, das taucht bei mir nicht mehr auf, weil das bei mir schon eingesetzt worden ist, wo die Bilder denn gespeichert werden sollen. Das könnt ihr aber hier auch nochmal bei Change Directory ändern. Bei mir sollen die Bilder ganz einfach im Ordner Bilder landen. Das könnt ihr aber so machen, wie ihr wollt. Was ihr noch machen müsst, ihr müsst eine Kamera auswählen. Da das hier ein Laptop ist, sind zwei Kameras vorhanden. Einmal die eingebaute Webcam des Laptops. Die können wir hier in dem Fall nicht gebrauchen. Wir nehmen die externe USB-Kamera, die hier hinten umgefallen ist, die packen wir gleich mal wieder hin. Und hier könnt ihr noch die dazugehörige Auflösung wählen. Diese USB-Kamera hat nicht Full HD oder wird nicht mit Full HD erkannt, sondern nur mit, ja, was ist das eigentlich? Halbe HD-Auflösung reicht auch locker aus. Ihr könnt auch die 1600, also die ganz große Auflösung wählen. Die hat nur den Nachteil, sie ist halt für von den Formaten her, wie man sie halt heute benutzt bei entsprechenden Fernsehern, nicht so ganz passend. Also von daher, das ist zumindest ein Format, womit die meisten Fernseher gut klarkommen. Ja, was muss man noch groß erklären? Was wir auf jeden Fall erstmal machen müssen. Wir müssen unsere Szenen hier ein bisschen aufbauen. Das bedeutet, damit ihr nicht unsere super tolle Fensterbank sehen könnt, wir bauen erstmal unser Bühnenbild nach hinten auf. Hier ist übrigens unser Hauptdarsteller. Ups, und ich habe ihn schon wieder umgestoßen. Und ich sehe gerade, die Auflösung ist hier noch nicht so. Vielleicht soll ich doch höher gehen mit der Auflösung. Und das Bild vielleicht nicht ganz auf. Ach ne, das funktioniert so nicht. Bleiben wir dabei. Ganz aufziehen. Dieser Klebestreifen, den ich euch vorhin gezeigt habe, hat auch den großen Vorteil, dass ihr eine Kamera dann auch nochmal damit einfach fixieren könnt. Dass ihr euch nicht ständig umkippt. Das ist nämlich das große Problem, wenn ihr zum Beispiel Tablets benutzt, ohne Halterung, vernünftige. Immer wenn ihr auslöst, dann kommt ihr da so leicht dran und dann bewegt sich euer Bild. Das wollen wir eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch einen Boden. Und dann kommt noch unser Bühnenbild gleich nach hinten. Und was ihr auf jeden Fall jetzt schon merkt, weil ich gegen das Fenster ja filme, dass das Ganze so ein bisschen, oh, ich muss das so ein bisschen, ja, in die Richtung, die Kamera ein bisschen höher machen, dass das Ganze so ein bisschen gelbstichig wird. Das liegt zum einen daran, dass hier die Lampen, die hier im Raum hängen, ein sehr warmes Licht ausstrahlen. Und zum anderen natürlich auch, dass das Holz, das wir hier verwendet haben, ja, so leicht gelblich ist. Und wenn ihr das nicht wollt, dann bietet es sich an, einfach mit einer externen
ja, Lichtquelle noch zu arbeiten. Ich werde gleich nochmal einfach meine Schreibtischlampe hierher holen. Das könnt ihr auch tun, das kann aber auch eure Bettlampe sein. Wichtig ist nur, dass ihr da nicht so einen vollen Spot gleich drauf packt, sondern es ein bisschen indirekt hinstellt. Das zeige ich euch aber gleich, wie man das noch ganz gut beleuchten kann. Okay, also ich habe Lampe geholt, einfache Schreibtischlampe. Die sind ein bisschen hier gedimmt. Das ist vielleicht bei euch auch der Fall. Das ist ganz praktisch. Die geben nur etwas weicheres Licht. Die werde ich jetzt nicht direkt hier hinpacken. Das würde nämlich komplett übersteuern sozusagen. Ich werde das hier hinter unsere kleine Szene aufbauen und ein bisschen von der Kamera weg und gucken, dass es dann nicht ganz so hell ist. Weil wir wollen ja nur so ein bisschen indirektes Licht haben. Und am besten entweder genau von oben oder noch besser vielleicht, ja, gucken wir mal, damit wir nicht zu viel Schatten haben. Genau. So. Schon besser. Damit wir hier nicht die, ne, langen Schatten bekommen. Komische Dinge, die sich dann im Hintergrund tun. Okay, Licht ist da. Ihr seht das kleine Setting. Kamera ein bisschen fixiert mit Klebeband. Auto steht auf noch nicht gepackter Straße. Wir haben hier unsere Bühne im Hintergrund. Und ja, dann gucken wir gleich mal, wie man mit Boats Animator jetzt einen kleinen Stop-Motion-Film. So, da sind wir. Boats Animator läuft. Ich habe da nichts groß geändert. Ich habe es nur nochmal auf Vollbild geschoben. Und ja, ich werde nochmal ein bisschen die Szene korrigieren. Ah, ein bisschen nach vorne. Ein bisschen vielleicht noch. So. Gucken, ob die Perspektive noch einigermaßen. Ein größeres Auto wäre jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen netter. Aber ich denke, es wird einigermaßen gehen. Zumindest für das, was wir heute vorhaben. Ja, was muss man noch groß wissen bei Boats Animator? Eigentlich nicht viel. Hier unten das Symbol für die Kamera. Ich mache einfach mal einen Klick und mache mal zwei Bilder. Ich habe jetzt bewusst mal zwei gemacht, weil wir brauchen bei Stop Motion pro Bewegung ein Bild. Und pro Bewegung heißt, damit das menschliche Auge einzelne Bilder zu einer flüssigen Bewegung zusammensetzen kann, braucht es eigentlich so etwa 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr heute einen Film guckt, oder noch so einen alten Film, der wirklich noch so auf Film, also richtig nicht digital, sondern analog auf Film gespeichert worden ist, dann hat man sozusagen, wenn man 25 Bilder aus dem Film rausschneidet, genau eine Sekunde aus dem Film rausgeschnitten. Ist ein bisschen unterschiedlich bei den verschiedenen Fernsehformaten damals gewesen, aber so im Schnitt sagt man etwa 25 Bilder. Wir brauchen also hier als Startbild erstmal nur ein Bild. Das heißt, ich habe 1 zu viel gemacht. Das heißt, ich klicke das hier an, drücke die Entferntaste und kriege auch gleich die Frage: Bist du sicher, dass du diesen zweiten Frame löschen möchtest? Ja, möchte ich. Und dann ist er einfach weg. So. Jetzt wollen wir daraus einen kleinen Film machen. Und das ist unser Startbild. Und jetzt bewege ich mein Auto ein wenig. Das war vielleicht schon ein bisschen zu viel. Wir werden es gleich sehen. Wichtig ist, möglichst kleine Schritte machen. Das heißt, wir machen ein neues Bild. Und machen noch das nochmal. Und jetzt merkt ihr schon, es ist ziemlich schwierig abzuschätzen, wie weit ich sozusagen meine Figuren, meine Autos oder was auch immer ihr animieren wollt, von Bild zu Bild schiebe. Und darum gibt es den sogenannten Onion, den sogenannten Zwiebelschaleneffekt. Und was man jetzt machen kann, man kann sozusagen hier ein bisschen was verschieben. Und jetzt seht ihr noch nichts, aber jetzt bewege ich mal das Auto und jetzt bleibt so ein Schatten, als wenn man durch so eine Zwiebelschale guckt, des letzten Bildes noch zu sehen. Also, ne, ja, man kann das, glaube ich, ganz gut erkennen. Es sieht so ein bisschen verschwommen jetzt aus. Das mache ich im Bild. Und jetzt ist es wieder klar. Und wenn ich das jetzt wieder mache, habe ich wieder dieses Verschwommene. Und wenn ich mir jetzt angewöhne, immer so ein halbes Bild etwa oder so ein Bild mit jeweils einem halben Reifen zu machen, dann, ja, kriege ich relativ, na, jetzt war ich zu schnell mit der Maus, dann kriege ich relativ gleichmäßig meine Bildabstände sozusagen hin. Das heißt, ich mache nicht zu große Sprünge. Und weniger ist bei Stop Motion wirklich mehr.
Worauf man auch immer achten sollte, gerade wenn man mit mehreren Personen einen Trickfilm macht, nur die Person, die am Rechner sitzt, die sozusagen die Kamera auslöst, nur die sozusagen gibt die Kommandos, nicht die anderen. Niemals. Also egal, wer meint, Regie führen zu müssen, Regie ist auch immer die Person, die an der Kamera sitzt, weil nur die sieht ganz genau, ob da noch Hände oder Schatten oder ähnliches im Weg sind. Und das wollen wir nicht drin haben. Also, wir können das rauslöschen, aber in dem Fall gilt auch, viele Köche verderben den Brei. Es können ganz viele bei so einem Trickfilm wirklich mitmachen. Das ist überhaupt kein Thema. Das kann man auch mit vier, fünf Menschen machen. Aber es kann nur einen geben, pro Szene zumindest, der den Auslöser drückt. So, jetzt habe ich 13 Bilder. Machen nochmal. Einmal noch ein paar durch, dann sind wir ja auch sowieso gleich am Ende der Straße sozusagen. Lassen wir das mal so. Ja, doch, das eine machen wir noch. Gut, jetzt haben wir ein paar Bilder erstellt. Jetzt gucken wir noch mal, wie sieht das denn aus? Und das können wir uns hier angucken. Und dann sieht man schon, wie sich das bewegt. Hier unten sind gerade eingestellt 15 Bilder pro Sekunde. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich eben relativ große Schritte ja auch gemacht habe. Also so ein Reifen bewegt sich ja nicht pro 25. Sekunde mit einer halben Umdrehung, die wir ja im Prinzip sozusagen, weil wir einen halben Reifen genommen haben, sozusagen gemacht haben, sondern ja eigentlich viel, viel langsamer. Das heißt, die Schritte hätte ich viel langsamer wählen müssen und darum in dem Fall 15. Und man kann aber auch damit spielen, dass man sagt, okay, nee, ich teste das jetzt mal, ich nehme jetzt keine 15, ich nehme jetzt wirklich mal die 25 Frames per Seconds FPS, also Bilder pro Sekunde. Dann läuft das natürlich schneller ab und dann, wenn einem das immer noch einigermaßen passig ist, dann bleiben wir bei 25. Wenn man sagt, oh, jetzt kann ich ja gar nichts mehr erkennen, dann muss man unter Umständen auf weniger gehen, vielleicht auf 7 Bilder pro Sekunde. Und dann ist es so ein bisschen, als wenn der Wagen stottert. Das müsst ihr einfach testen. Da macht ihr am besten, so wie ich, einen kleinen Testfilm, wie das für euch am besten möglich ist. Und ich gehe wieder zurück auf die 15. Und ja, hätte jetzt hier meinen kleinen Film, beziehungsweise nein, habe ich noch nicht. Weil in dem speziellen Fall spielt das Programm ja nur einzelne Bilder ab. Das ist ja noch kein Film. Den kann ich nicht irgendwie noch auf einen USB-Stick packen oder per Internet an irgendwelche Freunde schicken. Um daraus wirklich einen Film zu machen, muss ich hier bei Boots Animator nochmal auf Export Video klicken, dann geht hier ein Fenster auf. Hier könnt ihr, ups, dann auswählen, wo das gespeichert werden soll. Auch bei mir sagt er dann, ja, ich habe ja vorhin gesagt, meine Bilder, das ist alles in Bilder rein. Da soll auch mein Video rein. Ihr könnt den Namen hier sozusagen noch vergeben. Ansonsten ist die Standardeinstellung Output, also Ausgabe sozusagen. Es wird ein klassisches MP4-Format erstellt. Das können eigentlich heute alle Endgeräte gut lesen. Das heißt, wir nennen das MP4. Drücken auf Speichern. Könnten hier sozusagen auch noch wählen, was für eine Qualität wir haben wollen. Wir bleiben hier mal bei Medium und dann drücken wir auf Export und dann fängt der, hat er schon, an zu arbeiten. Und dann ist er nach ein paar Sekunden fertig. Drücken auf OK. Und dann gehen wir mal und bei Linux in unseren persönlichen Ordner. Der erscheint jetzt bloß auf dem zweiten Bildschirm, vermute ich jetzt mal ganz stark. Ja, tut er. Also schieben wir ihn mal gleich zu euch ins Bild rein, sonst sieht das hier relativ langweilig aus. Moment, das ist mit der Maus immer so ein bisschen das Problem, hier was zu greifen. So, bei Bilder und hier ist unten unser Output. Und während wir hier oben wirklich die einzelnen Bilder sind, die könnt ihr auch theoretisch noch in ein anderes Videoschnittprogramm reinpacken, weil die ja sozusagen noch ohne irgendwelche Kompression sind. Wir hatten ja eben auf Mittel nur gestellt von der Qualität. Vielleicht wollt ihr die volle Bildauflösung für was anderes benutzen. Dann könnt ihr hier das Original, sozusagen die Originalbilder habt ihr noch. Aber hier unten bei Output MP4 ist unser kleiner Film, den wir erstellt haben. Und der ist jetzt auch wirklich ein Film. Der läuft jetzt einfach ab.
Ist jetzt natürlich keine große Sache, soll jetzt auch nur ein kleines Beispiel sein, was man so machen kann. Ihr könnt noch mit der Qualität der Kamera ein bisschen spielen, mit dem Licht, ihr könnt mit den Hintergründen noch so das eine oder andere machen. Und natürlich mit diesen Bildern hier auch noch, weil ich persönlich bevorzuge es eigentlich, die Bilder nicht in dem sozusagen Erstellungsprogramm zu bearbeiten. Da gibt es aber ein anderes Video später noch für. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. So funktioniert Boats Animator. Wie gesagt, ist zwar Englisch, aber ihr habt, glaube ich, gemerkt, man muss hier kein Experte der englischen Sprache sein. Es ist super easy. Es ist frei. Es ist Open Source. Es ist für alle Betriebssysteme zu bekommen. Und ja, man kann eigentlich binnen Minuten loslegen. Der größte Aufwand ist dann eigentlich eher, die Figuren aufzustellen, die Fahrzeuge aufzustellen, vielleicht noch Hintergründe zu suchen. Aber das Erstellen des Videos ist wirklich super einfach. Okay, damit vielen Dank. Vielleicht hat es euch gefallen und ja, ihr schaut beim nächsten Mal vielleicht nochmal vorbei. Bis dann. Tschüss, tschüss.